Hier diese Seitenwege, die hier reinführen, die werden wir auch auf eine Zweiertiefe rausspringen. Aber das machen wir erst, wenn, also auch hier zum Beispiel, das wird dann alles auf eine Zweierhöhe runtergesprengt. Hier können wir schon sprengen. So, da ist der Bereich auch schon mal safe. Dann können wir nämlich hier auch anfangen. Hier könnten wir es jetzt schon machen. Das wird zwar eigentlich noch nichts bringen, aber das, nee, wir lassen das erstmal, bis unsere größten Baustellen durch sind. Weil das hier wäre zum Beispiel prädestiniert, hier einen Deich zu bauen zum Beispiel. Und dann das Wasser dahinter auf eine Zweiertiefe stauen zu lassen. Und dann der Weg, der jetzt hier drüber geht, wird dann nur noch ein Steg sein. Und wird immer an den Zugangspunkten mit einem Deich zurückgestaut. Ah, der nächste ist fertig. Ja, sehr nice. Okay, dann geht's los. Dann werden wir hier den ersetzen. Und dann gibt's jetzt hier den nächsten Biber, der dahingehend ein wenig uns unterstützen wird. So, das heißt, jetzt können wir auch mal gleich gucken, wie ist denn das so hier eigentlich? Da ist noch viel Platz, ne? Die Aufladerei hier oben, dadurch, dass die nicht so schlimm weit haben, um da hochzukommen, das ist okay. Geht das noch? So, hier oben wird gerade gar nicht mehr so viel Sprenggut reingepackt. Sondern das geht scheinbar alles hier oben ran. Ja, ist für mich fein. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, der nächste Biber. Ah ja, guck mal hier. Hier wird jetzt dann Energie gespeichert. Wir könnten natürlich jetzt überlegen, ob wir einfach den nächsten Biber, die nächste Biber-Montage hier anfangen. Das geht natürlich hart auf die Batterie, ne? Verdoppelt aber unseren Golem-Output. Hey, Redbeer, wunderhübschen guten Abend. Hi. Die Frage ist natürlich, sollen wir irgendwann zum Beispiel Golemköpfe und die Golemgehäuse einstellen zugunsten des Energiespeichers, damit die hier oben durch schneller produzieren können? Ich sehe eher tatsächlich einen Energiemangel auf uns zukommen, was das angeht. Müssen wir mal gucken, wie wir das laufen lassen wollen. Ich meine, da passen 10.000 passen hier rein, aber schaut mal, wie schnell das runtergeht, ne? Ja, wenn wir einen zweiten Robo-Biber gleichzeitig machen, dann schafft das unser Energiespeicher nicht lange. Wie viel PS treten die Golems in einem Laufrad? Gute Frage, Speldi. Gute Frage. Aber ist ein Golem für ein Laufrad nicht fast ein Ticken zu schade? Ja, bei uns fehlen 250 PS rum. Okay, wir haben wieder einen frei. So, dann haben wir den ersten Getriebegolem eingebaut. Der läuft jetzt hier quasi automatisiert mit einem automatisierten Motor. Das heißt, 24/7 produzieren wir jetzt Getriebe. Auch mitten in der Nacht ist hier eine Getriebeproduktion am Laufen. Ist natürlich mächtig, ne? Mal abgesehen davon, dass wir schon wieder 10 Sprengstoff vorrätig haben. Wir müssen natürlich aufpassen, dass uns nicht unsere Ladestation hier überläuft. Unsere Biber müssen halt immer aufgeladen werden.
Ja, die Batterie hält schon schön dazwischen. Also hier geht nie ganz leer. Ja, das kostet natürlich einen Haufen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Gliedmaßen, das ist unser Dauerproblem, wenn wir die jetzt Tag-Nacht produzieren würden, dann kostet das 5000 Forschungspunkte. Ja, das habe ich vor. Na, also die Ladestationen brauchen wir auf jeden Fall nochmal zwei unten. Sehe ich auch so. Haben wir jetzt bloß aktuell noch nicht. Für den Moment habe ich das jetzt erstmal als ein System hier oben gebaut. Das Erweitern geht auf jeden Fall noch. Genau. Zuchttanks abschalten wäre jetzt auch so ein Thema. Das heißt, wir könnten zum Beispiel die obere neue Produktion an Zuchttanks zurückdrehen. Weil die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Das kann jetzt weniger werden. Es dauert ja auch nochmal eine ganze Weile, bis das dann auch einen Output hat. Oh, jetzt ist aber schon gut runter, ne? Jetzt geht er wieder hoch. Das ist gar nicht so schlecht mit dieser Batterie dazwischen als Puffer. Weil nachts füllt die sich gut auf und tagsüber wird sie auch ordentlich runterproduziert. Und wir produzieren trotzdem aber mit 100%. Das ist echt nicht schlecht so. Das funktioniert gut. Na, weil bis die nächsten Biber jetzt hier kommen, laufen die Motoren trotzdem noch durch. Können die Robos kaputt gehen? Ja. Ich meine, wie gesagt, wir produzieren jetzt Zahnräder 24/7. Wenn wir zwei Zahnräder 24/7 machen, dann ist es natürlich noch geiler. Dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug vorrätig. Müssen wir bloß aufpassen, dass uns sonst nichts absäuft. Sprengstoff haben wir ja jetzt schon sehr, sehr viel. Das geht auch relativ zügig mittlerweile, das abzuarbeiten. Und wir sind hier fertig. Ja gut, dann lass uns hier gleich mal sprengen. Achtung, meine Lieben. Die Sprengung hier ist komplett durch. Wir sprengen das weg. Damit haben wir jetzt hier schon mal einen Zugangspunkt, der sich doch erstmal sehen lassen kann. Wir machen natürlich hier dann trotzdem noch einen Weg rüberwärts, damit wir da drüber kommen. Und vielleicht machen wir dann auch hier eine Vertiefung nochmal rein. Aber das macht bei der Geschichte eigentlich nur Sinn an der Seite. Wie hier zum Beispiel, dass wir hier reingehen und das Wasser hier zurückhalten. Und dafür lieber ein bisschen Gemüse opfern. Ich spreng das hier auch nochmal. Es dauert natürlich jetzt nochmal ein ganzes Schlückchen mehr. Aber das ist für mich jetzt eigentlich nicht so schlimm. So, wenn wir da jetzt hier... Hier machen wir das Gemüse weg. Und gehen bis hier rüber. Das ist jetzt der Bereich, den wir priorisiert sprengen werden. Bis zur nächsten Flut. Den sprengen wir auf eine Zweier-Tiefe runter. Und setzen dann, also quasi auf die jetzt untere Größe. Und setzen hier oben einen Deich ein. Und hier unten macht man einen Damm. Und dann geht hier quasi noch ein Weg drüber. Das könnte man natürlich jetzt, wenn wir richtig Bock hätten, könnte man das einmal rundum machen, dann hält da auch mehr Wasser drin. Hier geht's aber nicht, ne? So ungefähr. Das muss jetzt abgearbeitet werden. Also das muss man jetzt ganz kurz warten, aber das ist nicht schlimm. Und dann könnten wir hier das auch längerfristig betreiben, weil das hängt ja immer so ein bisschen, das stirbt uns ja immer zur Hälfte weg, ne? Das ist ein bisschen traurig. Und deswegen möchte ich das eigentlich jetzt mal in einer viel höheren Prio laufen lassen. Weil, sind wir ehrlich, das geht jetzt ratzfatz. Warte mal, wir haben den nächsten Robo. So, dann ist der nächste Robo, den ich machen möchte. Der nächste Robo, der kommt, wird ein Bauarbeiter-Robo werden. Das heißt, wir schalten die schon mal frei. Das kostet nicht die Wucht.
Na, da haben wir jetzt vier Biber aktuell drin, aber so ein Bauarbeiter-Robo, der Tag und Nacht durch die Base läuft und hier baut, ja, wäre natürlich auch genial. Oder aber wir machen tatsächlich wir geben das aus und machen Gliedmaßen-Robo als nächstes. Damit wir mehr Gliedmaßen, dann produzieren wir technisch gesehen schneller, wobei ich nicht weiß, ob wir das wirklich brauchen. Aber hier ist auch schon gut Zeug drin. Schlepper-Robo wäre auch geil, ja. Immer noch 10, 11 Sprengstoffe, das geht halt sauschnell, ne? Haben wir hier oben eigentlich mittlerweile? Sind wir da schon weiter? Ja, da haben sie auch schon ein bisschen angefangen. Ja, geil. 0,5er Höhe ist hier eingestellt. Das heißt, das Wasser kommt gleich. 6500 haben wir. Wir stehen hier schon fast bereit. Wir speichern unser Wasser jetzt trotzdem auf Normalstand erstmal zurück. Ich kann mir das gerade so ein bisschen erlauben, ehrlicherweise, auch wenn wir hier pumpen. Das kann sein, dass hier unten was drauf geht. Das werden wir sehen. Wir werden demnächst eh mit viel mehr Stauraum arbeiten. Na, hier oben geht es dann auch schon langsam los, ne? Aber so ein Baubiber, der Tag und Nacht baut, wäre natürlich auch heftig gut. Können wir jetzt eigentlich mal machen. Und zwar eben ich. Wobei, dann kann ich. Ich brauche 4 Baubiber, damit ich das wirklich machen kann. Und hier brauche ich 10 sogar. Also müssen wir jetzt ein bisschen Piano gerade mal machen. Ist aber nicht schlimm. Wir könnten natürlich die Metallproduktion jetzt auch mal ein bisschen durchstarten. In der Zeit. So. Ja, warte mal kurz. Die vier Biber werden ja auch relativ zügig gehen. So. 13 Sprengstoff. Kein Problem. Das geht ratzfatz. Bis 10. Das geht richtig gut. Okay. Ein Baubiber. Ey, wäre großartig, oder? Allein diesen Bereich hier längerfristig haltbar zu machen, wäre schon mega viel wert. Bereich ist jetzt schon mal ein bisschen besser. Jetzt sprengen wir den letzten Bereich hier nochmal raus. Der kann ja von oben schön gemacht werden. Die sind auch fast so weit. Der Teil hier oben, das ist eher nochmal so ein, wir probieren das mal aus Ding, ne? Ich glaube, wir können sogar noch eins tiefer gehen, wenn wir wollten, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt so viel Sinn ergibt am Ende. Müssen wir mal schauen. Zwei Tage noch. Zwei Baubiber könnten wir schon automatisieren. Dann machen wir das jetzt mal. Dann kommen die nächsten... Ach, das ist cool, wie das aussieht. Dann kommen die nächsten zwei automatisch da rein. Ja, dann haben wir das nämlich auch schon mal safe. Na, dann läuft halt hier sowas wie ein Baubiber halt permanent rum, ne? Der entlastet auch halt die normalen Baubiber sehr, ne? Das hilft schon enorm.
können wir hier gleich die nächsten Sprengstoffe drauflegen. Ja, komm, das können wir auch abreißen einfach. Ziemlich gut. Gut. Wenn wir das jetzt soweit fertig haben, abgesehen davon, dass die nächsten Biber auch, die nächsten Robo-Biber auch kommen, das könnte in 2,3 Tagen tatsächlich eine realistische Geschichte werden, die wir machen können. Gespannt, wenn da noch mehr Robo-Biber, also wenn jetzt die ganzen Bauarbeiter Robo-Biber sind, dann läuft halt permanent Bautätigkeit. So, hier hat einer keine Aufgaben mehr. Ja, dann kommt er halt weg, ne? Dann hat er mal auch frei. So, dann können wir uns jetzt auf 2 Tage bald überlegen. Hier unten ist natürlich jetzt das Wasser auch komplett weg. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für unser neues Schleusensetup. Das heißt, wir sprengen das auch. Bauen hier die Schleusen 3 Stück mindestens auf, wenn nicht sogar 4. Das heißt, wir machen hier komplett auf und sinken das dann alles mal. Das kriegt auch Top-Prio im Bau. Das braucht ja nicht viel. Dann können wir nämlich viel besser hier Wasser durchlaufen lassen. Wie gesagt, sollte ratzfatz zu bauen sein. Ne? Ein bisschen Planken, ein bisschen Holz, kein Problem für uns. Gut. 1,7 Tage noch. So, wie schaut es hier aus? Hier sind wir fast durch. Hier sind wir auch fast durch. Ich glaube, hier oben könnten wir schon. Gut. Hier sprengen wir. So, der Weg ist der einzige, der hier aktuell hier hinführt, solange der Weg hier nicht fertig ist. Das heißt, den lassen wir erstmal so lange es geht noch stehen. Das ist so quasi das letzte Ding, was wir auf einen Schlag dann machen, wenn der Rest fertig ist. So, hier ist gleich fertig. Und Sprengung. So, das ist jetzt schon die optimale Geschichte, die wir haben. Ich glaube, die Höhe reicht mir auch einfach erstmal. Das heißt, wir gehen jetzt hierher, machen hier einen Deich und bauen auf den Deich, bauen wir einen Damm. Wollen wir das nochmal aussprengen? Um eine Tiefe nochmal runter? Bringt das überhaupt was? Weil können wir im Leben nicht mehr verarbeiten, oder? Steinbei sein. Wunderhübschen guten Abend. Hi. Ich glaube, wir lassen das so. Wir sind ja eh schon tiefer. So, und wenn dann das gebaut ist, was wir hier machen, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn wir den Weg löschen. Na, dann können wir das nämlich auch easy peasy machen. Da müssen wir aber nochmal eine Tiefe runter.
So, ungefähr bis hier. Ja, die sind ja hier, guck mal, die Robo-Biber geben alles. Können wir auch nochmal weiter in die Tiefe gehen. So. Und dann geben wir hier auch nochmal eins runter. Komm, das springen wir jetzt auf Grundniveau hier. Dann, weil das ist sonst abgekapselt, das ist dann egal. So. Schau mal. Das kann, ja gut, das können wir auf eine normale Prio hier noch geben. So, dann machen wir das hier an der Stelle auch gleich. Also einmal einen Damm, nee, einen Deich und einmal einen Damm. Das ist die Höhe, die er sein soll, oder? Nee, ist zu tief. Ja gut, das ist generell hier zu tief. Warten wir mal ab. Okay, hier fehlt noch einer. Oh, der hat keine Energie mehr, der Arme. Oha. Wieso war er denn nicht aufladen? Ist da Stress oder was? Nee, ne? Ja gut, aber sie laufen wenigstens auch noch langsam weiter. Dürre ist beendet, meine Lieben! Die Dürre ist beendet! So. Dann müssen wir hier noch den letzten Meter machen. Und hier haben wir Sonnenblumen gepflanzt. Dann nutzen wir das auch gleich und setzen hier weitere Sonnenblumen rein. Dann haben wir das Feld hier auch fertig. Okay, es werden auf jeden Fall weiter Golems produziert und zwar gar nicht mal so schlecht. So. Und wir haben mittlerweile auch immer mehr Baustellen fertig bekommen. Was ich so sehe, ist das gar nicht mal so schlecht. Hier hinten wird nämlich auch gewaltig schon Sprenggut reingelegt, damit wir unsere Felder endlich mal erweitern können. Hier ist genau das System auch schon fertig geworden. Auch hier können wir eben jetzt zum Beispiel mit einem Damm anfangen und den hier erstmal reinlegen. Auch den könnten wir dann in theoretisch erstmal eine Zweier-Tiefe runtersprengen. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Das ist jetzt alles so. Das ist alles so für die Zukunft. Alpilut, nee, die Dämme sind nicht höchste Priorität. Weil ich noch nicht fertig bin damit. So, jetzt können wir den Teil noch wegsprengen. So, das sollte das System hier auf jeden Fall hier, sollte das deutlich länger am Leben halten. So, dann lassen wir das mal so bauen. Am Schluss verbinden wir das, dass das dann ein großer, zweierhoher Tank oder anderthalb hoher Tank ist, wo nur Wasser für die Felder da ist. Einfach nochmal als Rückspeicher, dass wir das nicht vergessen können. In keinem Fall, das ist ein System, sobald Wasser da ist, läuft das voll. Wenn Wasser weg ist, dann bleibt das da drin. Ja?
Das ist so mein Plan. Im besten Fall können wir sogar die Begrünung hier oben noch voll machen und haben dann ein bisschen mehr Power drauf. Oder die Bäume können einfach viel länger produziert werden, auch wenn Holz nicht unser Problem ist. So, 11 Golems haben wir schon. Wie gesagt, was ein bisschen eng ist, wie gesagt, die Golem-Selbstproduktion wäre theoretisch sogar eine Idee. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Momentan halte ich es allerdings noch, 2 Golems fehlen hier. Es wäre tatsächlich so eine Überlegung wert, ob wir die Golems dann auch... Ah, schön, wie es hier oben vorläuft. Ob wir die Golems dann auch auf Dauer gegebenenfalls ausweiten. Genau, die Wasserpumpen sollten wir alle anstarten, die hier in dem Bereich sind, ja. Achso, die sind ja schon an. Die könnten wir aber auch jetzt langsam anschalten. Ist ja wurscht, ob die jetzt den letzten Meter hier voll machen. So, kommt von hier oben Wasser bei Zeiten? Ja, der letzte Ring ist zur Hälfte gemacht. Okay, also da kommt jetzt gleich Wasser rein. Und ich denke, das wird auch bitter nötig sein für uns. Wir lassen das Wasser aber hier auf eine Nullerhöhe durchrauschen, damit wir einmal ins System Wasser reinpumpen können. Wir müssen jetzt bloß mal gucken, wie schaut es unten aus. Das auf eine 0,5er Höhe, das geht auch auf eine Nullerhöhe hier am Ende. Und das geht auf eine 2er. So, dann ist das System komplett scharf geschaltet. Funktioniert für sich. Gut, hier wird auch gerade Wasser ganz viel rein. Da müssen wir auch die Speicher erhöhen. Also, ihr seht schon, wir haben wahnsinnig viele Sprengbaustellen, die gemacht werden müssen. Und das sieht man hier ganz schön, dass es auch funktioniert. Na, also das funktioniert hier tatsächlich schon ganz gut, dass wir mittlerweile deutlich schneller und auch irgendwo anders mal Sprengungen sehen. Finde ich eigentlich ganz nice, dass das so funktioniert. Weil, sind wir ehrlich, das hat, da haben wir ja bisher immer arg lang drauf gewartet, dass das so ist. Und mittlerweile geht das jetzt ganz, ganz angenehm. Oh, Wasser, ich spüre es doch schon. Hier flubbert's und jetzt flubbert's nämlich auch vor allen Dingen in diese Zwischenspeicher rein und läuft da erstmal so eine einer Höhe voll. Das ist nicht viel, was da kommt, ja? Aber es fließt hier an der Seite auch rein und... Oh, shit. Ja, diese kleinen Wasserzwischenspeicher, die wir hier gemacht haben, die halten natürlich nicht ewig. Und es dauert auch eine ganze Weile, bis das hier voll läuft. Aber jetzt kommt zumindest Wasser durch. Das ist ja schon mal was. So, stopp. Hier, Sprengung 1. Sprengung 2 gleich hinterher. Wir brauchen das. Diese Vertiefungen können lebensnotwendig sein. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.